Der Hannes ist nervös. Ja, ich bin total nervös. Ja, herzlich willkommen zur ersten offiziellen Ausgabe vom MTB News Podcast mit mir, Hannes, Markus und Moritz. Der Esel nennt sich mal zuerst, aber so stehen wir nun mal auf dem Titelbild drauf. Und deswegen begrüße ich jetzt auch meine anderen beiden Mitstreiter, gerade schon erwähnt, Markus, Moritz. Ich würde erstmal sagen Prost. Prost. Und Prost. 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 Sehr gut. Ich muss mir erstmal das Bier aufmachen, sonst wirkt es nicht authentisch. Wir haben nämlich natürlich wieder Bier mitgebracht. Es schäumt ein bisschen. Und damit können wir auch ganz kurz einfach mal starten. Also ich habe ein Leffe Blond hier stehen, ein schönes belgisches Bier, 6,6 Volumenprozente. Und um 15.09 Uhr ist das eine gute Zeit, um mit Bier anzufangen. Markus, was hast du in deinem Glas? Ich habe mir heute ein ostdeutsches Bier gegönnt, ein Störtebeker Atlantic Ale, und bin bereits begeistert. Moritz, hast du deinen Kronkorken gewonnen? Nee, der ist in den Tiefen meines Zimmers verschollen. Vor mir, nun geöffnet, habe ich ein Hublon Chauffet Bier Triple, ein ebenfalls belgisches Bier mit rasanten 9%. Das ist definitiv und rasant. Davon probiere ich jetzt mal einen Schluck. Bitte. Und da freuen sich die Geschmacksknospen auf meiner Zunge. Ah ja, bei mir prickelt es auch. Es perlt, wie in deine Bauchnabel. Ditsche immer gesagt hat. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Ja, und damit nochmals herzlich willkommen. Ich begrüße im Berliner Heimstudio Markus, unseren Entwickler und Biertrinker. Ja, hallo nach Lemgo. Ja, und dann in Wiesbaden begrüßen wir Moritz. Ein freundliches Hallo aus Wiesbaden. Und aus Lemgo. Im Norden. Grüße ich, genau. Ja, wir würden gern starten mit dem Feedback zur letzten Episode. Wir sind wirklich froh, dass wir so viele Zuhörer hatten. Das hat super funktioniert und wollten so ein bisschen über das Feedback reden. Markus, sag doch mal von technischer Seite aus, was ist da alles gut gegangen, was ist nicht so gut gegangen? Wie sieht's aus? Ja, gut gegangen ist eigentlich so ziemlich alles. Das einzige Problem, was wir hatten, war die Soundqualität beim ersten Mal. Gerade Moritz war da sehr viel verechot. Das haben wir heute ein bisschen verbessert. Wir sind da auf jeden Fall gerade noch am Optimieren, probieren gerade einige Dinge aus, unter anderem andere Aufnahmehardware und einiges mehr. Ich denke mal, das wird sich innerhalb der nächsten Folgen alles noch steigern. Ansonsten ist eigentlich alles total super gelaufen. Wir sind bei iTunes in der Outdoor-Kategorie direkt auf Platz 1 eingestiegen, was großartig war, was ich nicht erwartet hätte. Und hatten auch Downloadzahlen, die deutlich über dem waren, was ich erwartet hätte. Und so gesehen bin ich da extrem zufrieden, zumal das Feedback im Forum auch außerordentlich gut war. Da hatte ich so ein bisschen Befürchtung, dass eben doch hier der ein oder andere Troll aus seinem Loch herausgekrochen kommt und die Möglichkeit des Dissens irgendwie direkt nutzt. Aber war nicht der Fall. Großartig, habe mich sehr gefreut und bin dadurch natürlich jetzt noch mehr motiviert, diesen Podcast weiterzumachen und auszubauen und noch besser zu machen. Ja, auch die Struktur, die wollen wir etwas weniger hektisch gestalten. Ich bin ziemlich durch die Sendung gepoltert, glaube ich, letztes Mal. Das machen wir so ein bisschen entspannter. Wir haben auch heute ein paar weniger Themen und versuchen aber die Themen ein bisschen umfangreicher zu gestalten und ein bisschen entspannter zu machen. Genau, so sieht's aus. Ich muss mir direkt nochmal ein zweites Glas einschenken. Ja. Ein zweites Glas? Ja, ich habe eine trockene Kehle und muss hier echt nachfüllen. So. Leffe perlt aber auch. Sehr schön. Was haben wir denn eigentlich für ein Thema heute? Ich glaube, Hannes, du hattest dir was ausgesucht, oder? Genau, da wurde nämlich öfter mal nachgefragt im Forum, und zwar bezüglich Pressecamps. Ich glaube, da ging es um ein Canyon-Pressecamp und da wurde sich wieder mal aufgeregt, irgendwie, dass
ach, da wird doch bestimmt alles bezahlt und wie läuft es überhaupt ab? Und deswegen hatten wir uns gedacht, wir sprechen einfach mal darüber, wie einfach, wie eigentlich so ein Pressecamp abläuft. Und ich habe selber schon, ja, ich weiß nicht, ungefähr 15 Pressecamps jetzt in den letzten 5 Jahren besucht von diversen Firmen. Und es gibt viele Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch viele Unterschiede. Und da wollten wir mal grob informieren, wie das überhaupt abläuft. Tendenziell geht es immer relativ identisch los. Wir bekommen eine Anfrage, teilweise tatsächlich ein paar Tage vorher, bis aber teilweise Monate vorher, je nachdem, wo es hingeht, was für eine Planung auch seitens des Herstellers erforderlich ist. Wir bekommen also meistens eine Mail oder einen Anruf, sage hier, wir wollen ein neues Produkt vorstellen oder ein neues Bike. Wir machen das da und da. Habt ihr Lust? Könnt ihr kommen? Wir hätten euch gern dabei. Und das findet mittlerweile primär im alpinen Raum ab. Im alpinen Raum, also im, findet dort statt. Also so Italien, Spanien, Südtirol, teilweise auch in Deutschland. Bei SRAM hatten wir ein Camp direkt in Schweinfurt. Da gibt es halt auch ein paar Trails drumherum. Was sehr selten geworden ist mittlerweile, sind internationale Camps. Das heißt USA, Kanada, Übersee, ganz, ganz selten mal. Neuseeland, Australien gab es in den letzten Jahren, waren Kollegen von mir da. Das heißt aber nicht, dass es die nicht mehr gibt, sondern dass einfach die Presse aus Europa nicht mehr eingeladen wird und wahrscheinlich die ja in den USA stattfindenden Camps eben hauptsächlich für die lokale oder regionale Presse ist. Kann das sein oder sehe ich das falsch? Das kann durchaus sein. Also teilweise ist es so, auf jeden Fall, dass es halt öfter Europa-Launches gibt für die europäischen Journalisten und für die Nordamerikaner entsprechend andere Launches. Früher wurde das öfter zusammengekippt, dass man halt irgendwie 6 bis 8 Leute aus Europa hatte, die halt drüber geflogen sind. Und ja, mittlerweile ist es ein sehr großer Aufwand tatsächlich. Und deswegen wird es einfach nicht mehr so wirklich gemacht. Ich glaube, ein Problem ist ja auch, dass irgendwie viele Leute nicht mehr in die USA reisen wollen oder können, je nachdem, was vielleicht auch ein Grund ist. Das kann durchaus sein, ja. Dass man das vielleicht auch für die europäischen Presseleute eben auch in Europa stattfindet. Vermutung, ja. Keine Ahnung. Ja. Außerdem ist es ja so, dass man beim Pressecamp nicht ewig viel Zeit hat. Und wenn dann auch noch ein 12-Stunden-Flug an die Westküste in den USA oder Kanada dazu kommt, plus wieder zurück, plus Jetlag und so weiter, dann wird es ja auch nochmal eine noch anstrengendere Sache, als so ohnehin schon ist. Mhm. Definitiv, das ist auch ein sehr großer Punkt. Also die Leute fragen, oder das, was die Leute ja meistens sagen, ja, okay, ihr bekommt jetzt da alles Mögliche umsonst. Ihr habt einen coolen Ort, wo ihr biken könnt und das ist ja alles super entspannt und alles super cool. Ja, ist es auf jeden Fall, aber tatsächlich ist es mit ziemlich viel Aufwand verbunden, gerade für einen selber. Was noch dazu kommt, ist, man fällt natürlich dann hier vor Ort für mehrere Tage aus. Bei so einem Überseeding ist man dann locker mal 5 Tage halt nicht im Büro oder kann halt nichts anderes machen und ist dort vor Ort. Das heißt, man fehlt hier vor Ort und auf der anderen Seite hat man für so einen Kanada-Flug beispielsweise, hat man von Tür zu Tür, ist man locker 24 Stunden unterwegs. Also 20 bis 24 Stunden sind es meist und im Rückweg genauso. Das heißt, 2 Tage fallen schon mal komplett für die ganze Reiserei weg. Der Jetlag kommt dazu, dafür hat man aber dann auch keine Zeit. Also das Heftigste, was ich mal hatte, waren 2 Tage in Arizona. Also 2 Tage Camp und 2 Tage Anreise und Abreise. Also das war schon sehr intensiv, muss ich sagen. Und das hat auch tatsächlich relativ wenig mit Urlaub zu tun. Ja. Wie lange ist denn üblicherweise so ein Pressecamp, deiner Erfahrung nach? Jetzt mal ohne An- und Abreise. Oder ja, wie lange dauert so ein Camp? Das kommt tatsächlich darauf an, was für Produkte und vor allem wie viele Produkte vorgestellt werden. Ist es jetzt nur eine Gabel oder ist es ein ganzes Fahrrad oder ist es eine neue Schaltung oder so? Im Grunde sind oder meistens sind es 2 bis 3 Tage, im äußersten Fall mal 4 Tage. Kann auch nur einen Tag lang sein, dann ist es aber meistens in näheren Umgebungen, damit man, wie gesagt, nicht für einen Tag so super weit reisen muss. Ich war einmal in Frankreich, das war auch nur einen Tag das Camp und am nächsten Morgen mal wieder Abreise. Das hat man auch ziemlich viel an Aufwand, überhaupt dahin zu kommen und wieder zurückzukommen. Meistens gibt es natürlich dann Flüge, die müssen alle gebucht werden. Oft hat man dann noch irgendwelche
Zwischenstopps. Und in so einem klassischen Camp ist es dann so, dass die Leute alle so zwischen nachmittags und abends irgendwann eintrudeln aus der ganzen Welt oder aus Europa. Abends gibt es ein bisschen Abendessen und am nächsten Morgen geht es eigentlich dann los. Besteht meistens aus verschiedenen Einheiten. Biken natürlich, klar. Jeden Tag wird normalerweise gebiked, aber auch nicht so lange, wie die Leute denken. Das heißt, es gibt jetzt irgendwie keine 6-Stunden-Runde, sondern meistens geht es 2, vielleicht maximal 3 Stunden aufs Rad. Es geht aber vor allem erst mal mit der Theorie los im Normalfall. Heißt, man trifft sich dann irgendwie morgens, gibt es dann um 7:30 Essen und um 8:30 ist dann so die Theorieeinheit. Da hat man 2 Stunden Präsentation meistens. Danach vielleicht ein bisschen Fotokram schon von den Produkten, aber im Grunde geht es dann schnurstracks direkt aufs Rad, damit man die neuen Produkte und Bikes direkt fährt. Setup ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Heißt, die Bikes müssen alle eingestellt werden, Pedale. Da weiß ich noch, bei meinem allerersten Camp, da habe ich natürlich prompt die Pedale vergessen, weil man noch nicht so wirklich als junger Nachwuchs-Presse-Camp-Spezi das noch nicht so wirklich wusste. Und dann stehst du da mit Pedalen. Gott sei Dank haben die Hersteller meistens dann für so einen Fall auch Pedale vorrätig. Seitdem habe ich es auch nicht mehr vergessen. Ganz kurze Frage. Ja, bitte. Heißt das, deute ich das richtig, dass die Hersteller dann irgendwie schon so viele Bikes auch zur Verfügung haben, wie jetzt Leute da sind? Also man muss da jetzt nicht irgendwie anstehen und sich irgendwie ein Fahrrad teilen mit 3 anderen Leuten, sondern das ist schon so, alle setzen sich auf ein Rad, alle fahren gemeinsam los, jeder kann sofort testen und muss nicht irgendwie anstehen eine halbe Stunde und die Motivation verlieren. Ja, so ist es. Ja, okay. Und das ist im Extremfall, ich überlege gerade mal, das war ein riesengroßes Camp, da hatte man, glaube ich, standen, ich glaube, 40 Testräder bereit oder so. Krass. Und und deswegen halt, und für so ein Camp gibt es halt eine extrem lange Vorlaufzeit. Das heißt, man bekommt dann ein paar Monate vorher wirklich schon die Anfrage, wann ist denn, ob man dabei ist, damit das auch alles geplant werden kann. Denn natürlich müssen die Hersteller, gerade Hersteller, die zum Beispiel gar keine eigenen Bikes haben, das heißt, es geht dann nur um Komponenten. Natürlich müssen diese Räder besorgt, gekauft, was weiß ich, irgendwie besorgt werden. In der richtigen Größe wahrscheinlich auch noch. Ja, es gibt da super viele Größen, muss man auch alles vorher angeben natürlich. Und dann werden die so wirklich parat gemacht. Und dann müssen natürlich auch genug Produkte und Bikes überhaupt produziert sein schon, damit die ausgestattet werden können. Also das ist extrem oft absolut kurz vor knapp, dass da die Produkte fertig sind, dass man halt schon eine gewisse Serienreife da überhaupt ans Rad bekommt. Oftmals ist es tatsächlich so, dass man Prototypen nicht, aber so die absolut allererste Charge hat, da wird dann auch vorher gesagt, Leute, passt auf. Wenn es bricht, die sind euch auf die Schnauze legen, das ist Pech. Ja, so wild ist es nicht, aber die sagen oft schon, passt auf, das und das sieht vielleicht farblich noch nicht so aus, wie es nachher in der Serie kommen wird, weil zum Lackieren gab es jetzt keine Zeit oder keine Ahnung, sowas in der Richtung. Okay. Und wenn wir jetzt da mal im Zeitplan weitergehen, ist es so, dass man dann nach der Bike-Runde ist man meistens so nachmittags da und danach gibt es normalerweise, oder habe ich es häufig so erlebt, dass man dann nicht Freizeit hat, sondern vielmehr die freie Zeit nutzt, um mit den Ingenieuren zu sprechen von den jeweiligen Bikes oder Produkten, um da ein bisschen mehr in Erfahrung zu bringen, sich die ersten Notizen zu machen. Und bei uns ist es so, dass wir selten eigentlich die Produktbilder nehmen, die der Hersteller bereitstellt, sondern dass wir die halt selber fotografieren. Und das kann tatsächlich auch eine ganze Weile dauern, bis wir damit schön durch sind. Teilweise suchen wir uns dann irgendwie schöne Plätze. Damit man auch schöne Bilder in Action hat, gibt es meistens, würde ich sagen, es ist dann so am zweiten Tag, gibt es eine Einheit, wo oft ist es so, dass kleinere Gruppen dann mit einem Fotografen jeweils losgeschickt werden und da kann man sich dann halt aussuchen, was man wie für Fotos haben will. Der Fotograf kennt dann halt irgendwelche Spots, wo man sagt, hier kann man coole Bilder machen und dann fährt man halt eine Tour, die halt öfter durch Fotos unterbrochen wird. Und das ist auch durchaus anstrengend, weil man schiebt halt auch einfach sehr viel dann wieder hoch. Fürs schöne oder fürs beste Foto.
Wenn man wenig Zeit hat, gibt es auch die Variante bei manchen Camps, dass viele Fotografen einfach schon sehr weit vorfahren und die Gruppe einmal komplett durchshooten. Jeder hat dann so im 30-Sekunden-Abstand fährt er halt einmal durch und im Normalfall fährt der Fotograf dann direkt wieder weiter zur nächsten Stelle. Das ist halt sehr effizient, aber dafür braucht man halt auch einen sehr guten Fotografen im Normalfall. Mit einem E-Bike hatte ich das gesehen. Tatsächlich öfter. Bei der Trail Trophy war es so, dass die Fotografen sind mit dem E-Bike gefahren, einfach um möglichst schnell von einer Stage zur nächsten zu kommen. Ja, weil wenn du den ganzen Fotokram dabei hast, teilweise haben sie Blitze dabei, da bist du sofort blau, wenn du halt ohne E-Bike hochfährst irgendwo. Ja. Wenn du den ganzen Tag halt unterwegs bist, hast du dann mehrere Gruppen, die du halt shooten musst. Ja. Ja, und das endet dann damit, dass man am zweiten Tag halt nochmal die Gespräche mit den Ingenieuren meistens sucht, sich natürlich untereinander irgendwie austauscht, irgendwie noch ein bisschen ein schönes Abendessen hat in geselliger Runde, wo man dann auch nochmal nachfragen kann. Oftmals ist es tatsächlich so, dass man abends noch ein paar interessantere Infos rauskriegt beim Bierchen als tagsüber, wo es dann eher so nach dem wievielten Bier ist das üblicherweise? Ja, das ist also, ich sag mal so, alle, es gibt durchaus Informationen, die nicht mehr veröffentlicht wurden, dann, wo man dann selber wusste, okay, das sagst du vielleicht jetzt nicht. Klassisches Off the Record. Genau, also Off the Record gibt es natürlich bei sowas auch öfter. Ja, das ist so, und dann normalerweise am nächsten Morgen dann sehr früh Heimfahrt oder Heimreise. Und ja, so läuft im groben Pressecamp ab. Veröffentlicht hast du in dem Moment aber noch nichts, oder? Das kommt meistens später. Genau, da kommen wir zum nächsten Punkt, diese Embargo-Geschichte der Fragen. Oder das führt auch öfter zur Verwirrung im Forum. Warum gibt es Embargos oder Sperrfrist auf Deutsch? Ja, und auch, wieso gehen alle Websites am selben Tag, zur selben Uhrzeit mit denselben Tests online. Kommt ja auch noch dazu. Ja. Das hat unter anderem den Grund, dass man im Normalfall während so eines Camps eigentlich nicht dazu kommt, einen guten, sinnvollen Artikel zu verfassen. Oftmals können wir, wie gesagt, die Produkte schon vor Ort testen und uns einen ersten Eindruck irgendwie vom Produkt verschaffen. Das reicht aber nicht, wir können jetzt nicht während der Fahrt schon mal eben irgendwie per Sprachnachricht und selber die Notizen schreiben und der Artikel schreibt sich von selber. Das heißt, dafür braucht man einfach auch eine gewisse Zeit in Verbindung mit selber gemachten Fotos, aber auch natürlich, was die Fotos angeht von den Fotografen vor Ort, Action wie auch vielleicht sonstige Produktfotos. Das braucht einfach eine Zeit, die fertig zu machen und würde auch. Und das gab es auch schon. Es gab schon Sperrfristen, die während des Camps online gingen. Das ging dann irgendwie von der Firma nicht anders. Und dann ist es halt so, dass die Abendgestaltung für halt alle Journalisten flach fällt, weil tatsächlich alle auf ihren Zimmern sitzen und halt schreiben. Und das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Und deswegen haben sie halt gesagt, passt auf, wir machen halt so und so. Die Sperrfrist, es kann auch Produktionsgründe haben, dass vielleicht die Produkte einfach noch nicht komplett fertig produziert sind und man nicht so eine ewig lange Zeit verstreichen lassen will zwischen Veröffentlichung und jetzt könnt ihr es im Laden kaufen. Weiterer Grund kann sein, dass das Printmedien natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt X veröffentlichen bzw. ihr Ausgabedatum haben und wenn die Online-Medien halt vorher schon alles rausbesauen können, dann kann es sein, dass für Printmedien sollte, dass die halt ein bisschen in die Röhre gucken, wenn das Produkt halt erst 2 Wochen später im Heft erscheint. Na gut, den Gedanken zu Ende gesponnen würde aber auch bedeuten, dass irgendwie auch Printmedien zu diesem Embargo-Zeitpunkt veröffentlichen müssten, was ja auch nicht der Fall ist. Man könnte höchstens die Zeitspanne an sich so ein bisschen stauchen, aber man schafft es ja nicht, sozusagen da auf die Stunde genau ein Printmagazin rauszubringen. Weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist. Das kann sein, das ist eine Überlegung. Also wir haben tatsächlich, wir würden mal fragen, oder ich würde einfach mal die Hersteller fragen, was denn noch so die Gründe für sich sind. Aber ich denke, der primäre Grund ist tatsächlich eine gewisse Planungssicherheit seitens des Herstellers, die natürlich auch zum gleichen Zeitpunkt dann die Homepage online stellen möchten, das selber in den sozialen Medien und sonst wo veröffentlichen wollen, dass das Produkt jetzt draußen ist. Und dass da einfach so eine gewisse Synchronität gegeben ist und sich keiner einen Vorteil verschafft, weil er halt irgendwie ganz, ganz schnell mit der Info draußen war.
Und der oder diejenige ist wahrscheinlich dann auch das letzte Mal auf einem Presscamp gewesen, oder? Das gab es durchaus auch schon, ja. Ach, ist schon passiert, tatsächlich? Wenn ich mich recht erinnere, ist es dann so. Also man, ich sag mal so, man sollte sich jetzt nicht zu große Hoffnung machen, wenn man jetzt was Heftiges rausposaunt, irgendwie was halt ein strenges Embargo hatte, was ein brandneues Produkt ist und das veröffentlicht man vorher, dann hört man vielleicht einmal den Coup, aber dann wirst du halt einfach von der Firma nicht mehr eingeladen. Mhm. Und das könnte man natürlich machen, dann hat man die einmalige Sensation auf seiner Seite, aber dann würde man gerade euch Lesern halt nicht mehr aus erster Hand praktisch oder zu dem Zeitpunkt, wie es die anderen machen, halt die Sachen veröffentlichen können und das wollen wir einfach nicht. Also wir wollen schon natürlich gleichzeitig das oder wollen da auch dabei sein und ja. Sowas spricht sich dann ja auch innerhalb der Fahrradindustrie relativ schnell rum, wenn jetzt die Website XY regelmäßige Aktionen bringt, wie Infos raushauen, obwohl es eigentlich noch eine Sperrfrist gibt, dann wird diese Website wahrscheinlich nicht nur von dieser Firma nicht mehr eingeladen werden, sondern auch noch von diversen anderen Firmen nicht mehr eingeladen werden. Von daher ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, einfach da diese Sperrfristen zu respektieren und sich an die Regeln zu halten. Ganz genau. Hannes, du bist wahrscheinlich der irgendwie bei uns am meisten Presscamps mitgemacht hat. Presscamps? Presscamps? Presscamps. Ich finde den Namen sowieso so ein bisschen daneben, aber okay. Bei wie viel warst du bisher? Ich habe letztens extra hierfür mal nachgezählt, müssten so 15 gewesen sein. 15, krass. Ja. Und erzähl mir mal, also musst jetzt keine Firmennamen nennen, aber erzähl mir mal was zu dem kleinsten, also mit am wenigsten eingeladenen Leuten und zu dem größten. Wo waren am meisten Leute? Oder wie viele Leute waren es? Ich will gar nicht wissen, bei welcher Firma das war. Also das kleinste waren schnuckelige 4 Leute. 4 Europäer. Oh, das ist aber echt wenig. Ja, und das war, ich sag mal, je kleiner ein Pressecamp, desto besser ist es natürlich, weil man viel tiefer in die Materie einsteigen kann mit den Ingenieuren oder Leuten vor Ort. Ja, klar. Als wenn es super viele sind. Hast du denn eine 1-zu-1-Betreuung sozusagen? Genau, also man hat tatsächlich dann nicht so 2-3 Leute von der Firma halt dann dort vor Ort. Und das passiert aber sehr selten, weil das natürlich auch für die Firma sehr zeitaufwendig und natürlich auch kostspielig ist, so wenige Leute einzuladen. Die wollen natürlich das Produkt auf so vielen Medien wie möglich eigentlich auch verbreiten oder den wichtigsten. Und das sind, muss man ganz klar sagen, wir natürlich die wichtigsten. Aber man hat natürlich in Europa wirklich viele, viele Medien, die sehr wichtig für die Hersteller sind. Und deswegen, Ja, ist gerade auch wahrscheinlich durch die große Anzahl der Sprachen, die es gibt in Europa, eben auch sehr zerklüftet, der ganze Pressemarkt. Ich denke mal, in Nordamerika ist das ein bisschen übersichtlicher. Da mag es vielleicht so mehr Magazine pro Sprache, also in Englisch geben, aber die decken wahrscheinlich so jeder für sich immer schon einen größeren Bereich ab, sodass die Anzahl der Leute da wahrscheinlich weniger ist. Wenn du jetzt ein rein nordamerikanisches Camp machst, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und um drauf zurückzukommen, wie viele Leute, also das größte Camp war, da waren tatsächlich 150 Journalisten. Krass. Und ich sag mal, da ist so das in die Tiefe gehen mit Journalisten, mit Ingenieuren, ich sag mal, nicht mehr ganz so gegeben. Und da muss man sich tatsächlich auch eher anmelden dann für Räder. Also die haben zwar, glaube ich, dann, da sind sicherlich 50, 60 Räder vor Ort, aber halt nicht 150. Ja. Und da muss man halt, da hat man halt diverse Zeiten oder muss halt gucken, wenn was frei ist. Und das ist schon etwas stressiger dann. Aber das hatte ich tatsächlich auch nur einmal. Hatte auch irgendwie seinen Reiz, war auch auf jeden Fall spannend. Aber macht insgesamt halt, als Pressecamp ist das eher schwierig. Hm. Und deswegen, ja, also ich sag mal, der Normalfall, der mittlere Bereich, das sind so. Also ich muss dazu sagen, ich war jetzt die letzten 2 Jahre, glaube ich, auf keinem einzigen Camp mehr, aus zeitlichen Gründen primär. Im Normalfall sind es so 8 bis 15, vielleicht auch 20 Journalisten, aber so, das ist so der Normalfall. Ja. Je nach Größe der Firma auch einfach. Ja. Reist man sich dahin zu fahren oder ist das eher so eine Belastung? Das ist so ein Mittelding. Tatsächlich muss man, ich fahre
definitiv immer noch gerne auf Pressecamps, aber es ist bei mir einfach eine zeitliche Sache mittlerweile. Und bei längeren Aufenthalten oder Pressecamps, die weiter weg sind, da macht man sich halt schon so seine Gedanken, wie passt das jetzt so nicht zuletzt ins Familienleben rein. Und also ich bin Familienvater und deswegen ist es halt, ist das tatsächlich ein Grund, dass man versucht, das ein bisschen kürzer zu machen. Aber wir haben auch Kollegen auch bei MTB News, die immer noch, also die sehr gerne reisen und auch gerne diese Camps mitnehmen. Aber man muss sagen, es ist halt so ein Mittelding. Es ist natürlich, es macht absolut Spaß auf jeden Fall und es ist eine coole Sache natürlich, irgendwie in Finale Ligure halt einfach biken gehen zu können. Aber was man tatsächlich, und da will ich, ich will definitiv kein Mitleid oder so, aber was man einfach auch immer berücksichtigen muss, wenn man das immer liest, ist, da ist jemand vor Ort, der doch ein paar Tage durchaus Stress hatte. Und als Urlaub habe ich tatsächlich bisher kein einziges Pressecamp wahrgenommen. Also das hat damit relativ wenig zu tun, weil man einfach so viel drumherum hat, was man machen muss, abseits des Bikens. Das Biken nimmt eigentlich den geringsten Zeitaufwand. Hat den geringsten Zeitaufwand. Ja, na, das ist schlussendlich ja bei allen Veranstaltungen so, die irgendwie journalistisch geprägt sind. Also ich nehme nicht an vielen davon teil, aber an denen ich teilgenommen habe, war es eigentlich immer stressig gewesen. Es war nicht so, hey, komm, lass mal irgendwie chillen, cool ein bisschen biken und so. Das ist es einfach nie gewesen. Es war immer Arbeit, sei es Fotos machen, sei es Eindrücke zusammenschreiben. Das ist echt bisher nicht ohne gewesen. Wieso, wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass es auch für die Firmen ein relativ großer Aufwand ist, wenn 10, 15, 20 Journalisten von mehreren Kontinenten für ein paar Tage an einen Ort reisen müssen. Sind dann natürlich auch große Kosten, die da entstehen. Wieso werden dann überhaupt Pressecamps veranstaltet? Ich denke, das hat was mit der Fokussierung zu tun auf ein Produkt, auf einen Launch zu einem ganz gewissen Zeitpunkt. Da so einen maximalen Impact irgendwie zu erreichen durch die gleichzeitige Veröffentlichung zu diesem Embargo-Zeitpunkt. Das macht es für so eine Firma, glaube ich, viel attraktiver, da mal ein bisschen mehr Geld für die Veranstaltung von einem Pressecamp auszugeben, als sich auf eine Messe hinzustellen und die Aufmerksamkeit mit hunderten anderen Firmen teilen zu müssen, die zu dem Zeitpunkt eben auch ihre ganzen Neuheiten vorstellen. Ich denke mal, das ist ein ganz, ganz großer Grund. Das fing damals an, ich glaube, das kommt gar nicht so aus der Bike-Branche. Mitte der 2000er fing nämlich Apple an, sich von den großen Messen zurückzuziehen. Damals gab es die Macworld, so eine Messe in Amerika, wo Apple immer ausgestellt hat, ihre neuen Produkte vorgestellt hat. Und irgendwann fing sie an, den Zeitpunkt selbst zu bestimmen. Sie haben sich nicht mehr an die Messezeitpunkte gehalten, sondern haben neue Produkte selbst vorgestellt. Und das beobachtet man heutzutage bei immer mehr Firmen, dass die das machen. Und ich denke, da kommt das so ein bisschen her. Denn um wieder zum Anfang zu kommen, die Aufmerksamkeit der Medien ist dann eben konzentriert auf genau diese eine Firma, auf dieses eine Produkt. Und das ist, glaube ich, das Beste, was denen passieren kann. Ja, würde ich so unterschreiben. Also es liegt tatsächlich dran, dass du halt wirklich so eine Fokussierung auf dieses eine Produkt hast. Und deswegen betrifft es primär auch die wirklich großen Firmen. Es gibt schon natürlich auch Presseveranstaltungen von, ich sag mal, Nischenfirmen oder kleineren Firmen, aber da liegt es einfach wirklich an der Zeit, am Aufwand, auch am Geld, irgendwie sowas zu veranstalten. Und deswegen findet man auch auf MTB News primär Berichte von Pressecamps wirklich von den großen Firmen, weil die sowas grundsätzlich machen, gerade wenn sie halt ein wirklich komplett neues Produkt auf den Markt bringen, dann möchten sie es entsprechend auch einfach irgendwie, gewürdigt kann man nicht sagen, aber möchten damit auch viele Leute irgendwie erreichen. Und tatsächlich ist es dann natürlich noch besser auch für uns, dass wir das schon mal getestet haben. Je mehr Sachen wir testen können, desto eher können wir was dazu sagen, können unsere Einschätzung dazu abgeben. Und von daher macht das auch für uns weiterhin Sinn, dass wir auf Pressecamps fahren. Und man muss auch dazu sagen, die meisten Firmen geben sich wirklich, wirklich große Mühe, das auch für Journalisten natürlich so attraktiv wie möglich zu gestalten, dass sie möglichst große oder lange Testmöglichkeiten bekommen, dass sie halt Redezeiten mit Ingenieuren und Entwicklern erhalten. Und das ist tatsächlich mit das Spannendste eigentlich, gerade wenn es ein bisschen in die Tiefe geht.
dass man sich wirklich mit den Leuten unterhält, die man halt sonst relativ selten sieht. Natürlich mit vielen von den Jungs aus dem Marketing, da ist man, die trifft man sehr häufig auf Messen und so, aber die Ingenieure, die dann oft bei den Camps auch vor Ort sind, die trifft man halt nicht so oft. Und da ist es dann eine gute Gelegenheit, sich mit denen halt mal zu unterhalten. Das ist schlussendlich auch eine klassische Win-Win-Situation. Ja. Dass eben die Hersteller und Firmen eine gesteigerte Aufmerksamkeit erhalten und wir, die Presse, tiefere Einblicke bekommen, als wir sie auf einer Messe zum Beispiel hätten. Ja. Was auch tatsächlich oft der Punkt ist, dass sie sagen, ja, man ist ja gekauft und so weiter. Es ist definitiv, und das schreiben wir auch dazu, nicht so, dass wir gekauft sind, aber was passiert ist, dass uns halt beispielsweise das Hotel vor Ort oder so, das wird von der Firma getragen. Aber ich denke, das ist halt auch oftmals auch die Anreise oder ein Abendessen. Aber das ist, glaube ich, auch bei allen Camps in diesem Fall so. Markus, würdest du da zustimmen? Kann ich aus eigener Erfahrung natürlich nicht beurteilen. Das letzte Pressecamp, auf dem ich war, das ist 10 Jahre her. Aber da war es eben tatsächlich auch so. Ist wahrscheinlich auch so die Frage, wie bekommt man die Journalisten motiviert, überhaupt daran teilzunehmen. Klar bekommt man halt eine Story, die eben berichtenswert ist. Aber du hast es auch beschrieben, der Aufwand ist eben auch immens. Gerade wenn es jetzt mit Flugreisen und so weiter geht, mag vielleicht auch nicht jeder einfach so machen, wenn er es noch selbst bezahlen muss. Und von daher kann ich das vollkommen verstehen und finde das auch okay, wenn das übernommen wird von den Herstellern. Ja, was mir auch noch einfällt zu einem Camp, also man erfährt tatsächlich von Marketingleuten was, ich glaube, es war ein Marketingmensch in dem Fall, erfährt man dann tatsächlich zum Beispiel Infos zu Produkten anderer Firmen, die an den Rennern verbaut sind, die aber noch nicht gelauncht wurden. Das gab es tatsächlich auch schon mal. dass man dann fragt, ja, was wird in einem Rad dran sein? Und dann sagen die halt, dann rattern die halt die Produkte runter, weil die kennen die Produkte ja dann schon eine ganze Weile. Und man so, wird dann hellhörig und denkt so, ach, okay. Und dann natürlich, man lässt es sich nicht anmerken. Sehr geil. tatsächlich sind wir dann auch so fair und hauen das dann auch nicht direkt raus. Weil, wie gesagt, also, da ist man direkt wieder in der Situation, ach, okay, ja, gut, dann kommst du, wenn du eh alles vorher weißt, dann kommst du vielleicht nicht zum nächsten Camp. Aber es ist dann auf jeden Fall interessant zu wissen für uns. Und also man erfährt da schon manche so Sachen, wo man nicht sicher ist, ob das jetzt wirklich alles schon so spruchreif war. Man muss auch öfter mal nachfragen, ja, ist das jetzt wirklich so oder ist das jetzt eher off the record? Denkt vielleicht mal kurz nach. Und ja, also das passiert auch, aber immer seltener, weil man hat natürlich auch komplette Profis vor Ort. Also das habe ich auch gemerkt in den letzten Jahren, dass die Leute immer professioneller geworden sind. Also gerade ja, die großen Firmen, die lassen sich da echt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Das ist wirklich beeindruckend. Also bei den Eurobike-Videos kann man es immer sehr schön sehen über die Jahre. Es gab halt schon bei einigen Firmen immer die Vollprofis und man kann aber sehen, dass es bei immer mehr Firmen jetzt der Fall ist, dass sie da halt professionelle Marketing- und PR-Leute hinstellen und nicht mehr irgendwie den Ingenieur, der letztes Jahr da irgendwas entwickelt hat. Genau. Moritz, wie weit bist du mit deinem Bier? Oh, es ist fast leer. Ja, deswegen bist du so leise. Die 9%. Hast du schon eine schwere Zunge oder kannst du noch reden, Moritz? Nee, aber es dreht sich schon alles. Ja. Das war so viel zu unserem Hauptthema in dieser Folge. Habt ihr noch Fragen? Ich habe, glaube ich, jetzt erstmal keine Frage, fand es aber super interessant, hat mir auch viele Einblicke ermöglicht. Was wir vielleicht noch machen können, wenn jetzt die Hörer oder Hörerin noch irgendwie eine Frage dazu haben, stellt sie einfach in den Kommentaren. Und ich verspreche euch, der Hannes wird sich Mühe geben, die zu beantworten. Und vielleicht ja auch jemand anders aus der Redaktion. Hannes ist ja nicht der Einzige, der bei uns auf Pressecamps gefahren ist. Nee, also stellt eure Fragen und genau, wir schauen, dass wir sie beantworten können, würde ich sagen. Moritz, was haben wir noch in petto Hannes heute? Geil, da bei mir läuft gerade ein Pferd vor der Tür vorbei. Das ist geil. Und das in Berlin. Hammer. Okay, Entschuldigung, nochmal. Ich glaub's nicht mehr.
Wo wohnst du? Habt ihr noch Pferdekutschen? Nee, aber ein auf dem Taxi. Das ist ja wirklich geil. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Bei uns ist ein Bagger vor der Tür aktuell. Ja, lame. Ist auch mal lustig. Man guckt aus dem Kinderzimmerfenster und so ein Baggerarm schwenkt die ganze Zeit hin und her. Das ist die beste Unterhaltung für die Kinder. Ja, wirklich. Man kann sie lange davor stellen. Stell dich mal dahin, der Papa möchte mal einen Podcast aufnehmen. Genau. Ja. Moritz, was haben wir noch? Ja, was haben wir als nächstes auf der Liste? Neuerwerbungen und Empfehlungen. Erzählt mal, was habt ihr euch jetzt zwischen den Jahren gegönnt? Was könnt ihr empfehlen? Was sind eure neuesten Errungenschaften? Ich habe mir vor ein paar Tagen erst ein Teufel Media Deck gegönnt. Eine kleine, aber feine Soundanlage, die jetzt unter meinem Desktop oder unter meinem Monitor steht und schöne Musik macht und etwas besser ist und etwas klangvoller, etwas gehaltvollere Musik und Audioqualität bietet als die Boxen davor. Und dann habe ich mir noch eine neue Matratze gegönnt vor 2-3 Wochen, die sehr schön für den Rücken ist. Die Links bekommt ihr natürlich zu unseren Sachen dann im nachträglichen Log, wie auch immer. Das heißt, Markus, die Shownotes. In den Shownotes bekommt ihr das natürlich, bekommt ihr die Links, falls ihr das alles nachkaufen wollt, bekommt ihr alles. Erhältst du dann so eine Vermittlungsprovision? Ja, ihr könnt auch unter dem Gutscheincode Hannes, ne Teufel Hannes 19 bekommt ihr dann 1,5%. Wieso denn 19? Warum die Leute du bekommst, das ist doch das Wichtige. Ja, ich sowieso. Nein, ja. Kennt ihr das nicht von den ganzen Instagram Influencern, meinst du? Von diesen Influencers. Von Instagram? Was ist ja, das? Ja, von Instagram. Die haben doch dann immer so Gutscheincodes für irgendwelche Proteinboxen oder was weiß ich, von irgendwelchen Shops, die keiner kennt, da wird dann irgendwas, hier, pass auf, mit meinem Gutscheincode kriegt ihr 5% und bekommst einen personalisierten Influencer-Gutscheincode für eine Seite, die keiner kennt, und da kannst du dann günstiger deinen 5-Kilo-Topf an Proteinpulver bestellen. Da fällt mir gerade auf, Influenza ist einfach ein anderes Wort für Influenza, was hier landläufig Grippe oder Seuche bezeichnet wird. Und das passt deswegen, ja, dann doch ganz gut wieder zusammen. Ja, deswegen habe ich es auch so betont. Es sind halt eher Influencers. Ja, genau. Ja. Moritz, ich habe gehört, du hast dir eine Kleinigkeit geleistet in der Woche jetzt. Ja, kleines. Heute. Ein Auto. Oh, krass. Oh, ja. Ja. Wie jede Woche. Ist aber erst das erste in diesem Jahr. Also ein 560 SEC, nehme ich an. Nein. Hast du nicht einen Sound dazu? Mercedes 500 SEC, vollgetankt und hochglanzpoliert. Ja, Markus, was gibt's bei dir Neues? Ich habe mir vor einer Weile schon neue Handschuhe gekauft zum Biken für die Winterzeit oder sagen wir mal so für die Übergangszeit zwischen normalem Herbst und tiefem Frost. So im Bereich irgendwie von 0 bis, sagen wir mal, 10 Grad haben mir immer noch passende Handschuhe gefehlt. Und irgendwie durch Zufall habe ich in irgendeinem Bike-Shop rumgestöbert auf der Website. Und da fiel mir ein paar Merino-Wolle-Handschuhe ins Auge. Und da dachte ich, okay, Merino-Wolle, das ist eine tolle Sache. Das kenne ich von Trikots, das funktioniert super. Das probiere ich. Das ist was ganz Feines. Und habe mir die bestellt und bin tatsächlich extrem zufrieden damit. Wie gesagt, so weit unter 0 Grad möchte man damit nicht fahren, weil die doch relativ dünn sind. Aber sagen wir mal so von minus 2, minus 3 bis ja, hoch zu 10 Grad die perfekten Handschuhe. Ziehe ich jetzt im Alltag an, nicht nur beim Biken. Ganz großartige Sache. Die Dinger heißen, die haben auch einen Namen und die heißen, der ist sehr lang, Moment. Grab Grab, das ist die Firma, Primavera Merino. Und die sind auch nicht teuer, die Handschuhe, vergleichsweise nicht teuer. Wenn man so die Bike-Branchenpreise gewöhnt ist, muss man sie schon fast als preiswert bezeichnen. Irgendwie 25 Euro habe ich bezahlt. Das ist echt okay. Mit dem Gutschein Merino Markus 19 erhaltet ihr. Genau, erhalte ich auch noch 5% des Kaufpreises. Ihr zahlt unverändert natürlich den vollen Preis. Ja, das sind doch mal ein paar Neuerwerbe hier. Ja. Haben wir wieder schön die Wirtschaft angekurbelt. Genau. Handschuhe und ein Soundsystem. Auto. Ja. Das erste Auto dieses Jahr erst. Ja. Ich
Ich bin gespannt, was du uns in 2 Wochen für ein Auto mitbringst, Moritz. Ja, vielleicht wird es jetzt erstmal Zeit für ein Motorrad. Ja, oh, das, ja. Die Jahreszeit ist ja auch, ne? Das passt ja. Das ja. Ist Wetter, ne? Ja, ist ja auch gut ja. Heute. Ja, kommen wir zum Hassposting des Monats. Das Hassposting des Monats. Die Top 3 der schlechtesten, fiesesten, miesesten Postings auf MTB News. Präsentiert vom MTB News Podcast. Ja, und damit herzlich willkommen zu den Hasspostings des Monats. Und wir starten direkt mal mit dem Toskana Trailbau-Artikel, wo man ja als Trailbauer in der Toskana gegen Kost und Logis Trails bauen kann und geil biken kann. Und das hat letztes Jahr schon ziemlich cool geklappt und die Leute waren sehr zufrieden. Der erste Kommentar nach, ich glaube, wenigen Minuten lautet: Ich muss also meine An- und Abfahrt in die Toskana selbst bezahlen, um dort umsonst zu arbeiten. Und das im Winter? Klar, wieso nicht? In der Toskana sind es gerade 3 Grad mehr als hier. Unter Schmuddelwetter entgehen verstehe ich Hawaii und 25 Grad. Genau, Hawaii falsch geschrieben und den Account zwischenzeitlich gelöscht. Passt alles. Genau, ja. Also, das war Nummer 1. Nummer 2 hätten wir im Bike der Woche Artikel Wilderness Trail Bikes Phoenix von IBC User WTB Rider gab es eine Antwort, die hieß einfach nur, also ist auch geballte Kompetenz, bla bla bla, ganze Räder wegen einer Bremse kaufen und so weiter. Genau das treibt die Preise von Classic ATB in Porsche Höhe. Das ist Leidenschaft. Muha. Lackweiliges Yuppie bla bla bla. Genau, das war Nummer 2. Und last but not least, das geht leider gegen uns selber, weil wir uns da im ersten Satz, nehme ich auch auf meine Kappe, hatten wir den Satz vor Veröffentlichung nochmal kurz umgestellt und ein Wort war falsch. Er lautet: Ich finde es armselig, dass gleich der allererste Satz des Artikels falsch ist. Lesen die Leute ihr Zeugs eigentlich nicht nochmal durch, bevor sie sich damit blamieren? Ja. Die Antwort nein. Nein, das machen sie nicht. Aber zumindest benutzen sie Kommas. Ja, denn YOLO. Ja, das war kurz und knackig unsere Hass-Posting des Monats-Kategorie. Gibt es da noch eine Reihenfolge? Also, was davon ist unser Favorit? Oder sind die alle 3 ganz oben auf dem Podest? Sagt was. Also, ich fand den schon mit dem ganze Bikes kaufen. Genau, ganze Bikes kaufen für ein Ersatzteil. Das finde ich schon ziemlich geil. Ich denke mal, das ist mein Platz 1. Ja, fand ich auch. Yuppie, bla, 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 finde ich gut. Ja, bla, bla, bla. Das war übrigens auch schön, nach der Veröffentlichung der letzten Folge, beziehungsweise der ersten, hat es ja auch nicht lange gedauert und es kam der Schreiber oder die Schreiberin, ich weiß es gar nicht, des letzten Gewinnerpostings und hat sich ja direkt gerechtfertigt. Das fand ich relativ interessant, weil das ist eine Sache, die kann man öfter beobachten heutzutage. Man schreibt im Internet irgendwelches Zeug, lässt sich aus in der vermeintlichen Anonymität, nimmt keine Rücksicht auf Etikette oder ähnliche Sachen. Wenn man dann doch mal zur Rede gestellt wird, war plötzlich alles nicht so gemeint. Und lass uns doch mal gemeinsam biken gehen und so, das ist schon alles cool. Und ja, war wirklich nicht so gemeint. Das ist eine Sache, die beobachtet man heutzutage öfter. Und da würde ich mir wünschen, dass einfach die Leute vielleicht vor dem Absenden noch mal kurz überlegen, wie das ankommen könnte, was man da schreibt. Ob man selbst so etwas lesen wollen würde und sich das dann vielleicht doch nochmal anders überlegen, solche Beiträge abzusenden. Word. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Kommt ja echt oft vor, dass in den Kommentaren irgendwas geschrieben wird, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, wie man reagieren soll oder am liebsten die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde. Wo dann auch teilweise gegen Leute, die irgendwie von ihren Rennerfolgen und Misserfolgen berichten, die dann einfach total zur Sau gemacht werden, obwohl sie echt coole Sachen machen. Solche Sachen passieren eigentlich täglich. Ist nicht besonders cool. Klar kann man sich da hinter der Tastatur verstecken und hat einen Usernamen. Niemand kennt den echten Namen. Ich frage mich dann eigentlich immer, wie wäre das eigentlich, solche Leute einfach mal auf dem Trail zu treffen? Also haben die dann immer noch so eine große Klappe oder sind die dann eigentlich ganz normal und freundlich?
kann man ja einfach auch mal drüber nachdenken, ob man sich so im echten Leben verhalten will oder würde oder wie man sich da... Aus der Erfahrung heraus sind die Leute dann ganz normal und freundlich und man kann sich super mit ihnen unterhalten. Ich kenne da keine Ausnahme bisher. Ja, dito. Ja. Also das sind meistens Leute, die halt wirklich online echt ganz schön über die Stränge hauen teilweise. Ich habe auch schon viele User im Real Life getroffen, die tatsächlich völlig nett sind und absolut okay. Da gibt es ja auch diverse TV-Reportagen, wo dann kann er, ich glaube, Dunja Hayali hat, glaube ich, schon mal Leute zu Hause besucht, die irgendwie krass irgendwie rumgeschimpft haben auf ihrer Facebook-Seite und das waren wirklich die nettesten Leute eigentlich dann und waren sehr schockiert, dass tatsächlich dann Dunja Hayali irgendwie vor der Haustür steht und dann wurde aber schön mit Tee und Keksen halt irgendwie mal drüber geredet und dann haben sie auch eingesehen, ja, okay, ach so, ja, habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, dass es das jetzt so wirken könnte und schreiben doch alle so und ja, also ja, da muss man sich tatsächlich mal, das ist tatsächlich häufig. Das ist übrigens auch ein Faktor, den wir, was auch viele gar nicht so auf dem Schirm haben oft, dass wir posten ja so 4 bis 5 Artikel pro Tag auf MTB News und es kommt tatsächlich vor, das häuft sich in der, ich würde sagen, zwischen Frühherbst und jetzt so aktuell so Winter, also meistens so das letzte Jahresviertel, häuft es sich extrem, dass viele Leser oder beziehungsweise viele Leute, die kommentieren, wirklich schlechte Laune haben. Also das wirkt sich natürlich, ich meine, wir machen das jetzt schon echt jahrelang und wir haben, glaube ich, auch jetzt einige Erfahrungen und auch gerade mit negativen Kommentaren oder so, aber tatsächlich geht es oft nicht spurlos an einem vorbei irgendwie, wenn sich das so massiv häuft in einem Thema. Das merkt man irgendwie schon. Da fragst du dich halt auch manchmal, muss es sein? Kann man nicht vorher kurz drüber nachdenken? Ist es jetzt wirklich wichtig und so? Und wenn man Leute damit konfrontiert und sagen, ja, dann muss ich ja einen anderen Job suchen. Dann bist du halt nicht der Richtige für den Job. Und dann denkst du, ja, aber wenn man selber auf der Arbeit irgendwie die ganze Zeit angemeckert werden würde, dann ist es nichts anderes eigentlich. Und obwohl du den Job eigentlich gerne machst, kommt das trotzdem irgendwie dann blöd. Also mir fällt das immer so im Herbst eigentlich ein. Wenn man nicht mehr biken kann, weil es die Trail oder nicht mehr so oft biken kann, weil die Trails so nass sind, kommt das so rein. Habt ihr da auch Erfahrung mitgemacht? Ja, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es natürlich bei Artikeln oder bei Forenbeiträgen, die man selbst geschrieben hat und dann die Antworten kommen, hat anfangs bei mir auch immer so einen gewissen Drang zur Rechtfertigung irgendwie erzeugt, weil ich irgendwie implizit das Gefühl hatte, dass ich irgendwas falsch gemacht hätte, dass ich mich nicht klar ausgedrückt hätte oder tatsächlich inhaltliche Fehler veröffentlicht hätte. Mittlerweile sehe ich das auch alles deutlich entspannter. Die krassesten Sachen waren so vor etlichen Jahren, da hatten wir mal eine Forensoftware umgestellt, weit vor der jetzigen Software von einer Version auf die nächste. Ich erinnere mich. Und wir haben echt Pamphlete bekommen mit Forderungslisten irgendwie über 70 Punkte lang, was denn alles zu beheben wäre, damit dieses Forum weiter genutzt werden würde von bestimmten Leuten. Wenn auch nur denkst, seid ihr heute falsch aufgestanden oder was? Unglaubliche Sachen. Ja, anfangs, wie gesagt, hat man sich das noch zu Herzen genommen. Irgendwann stumpfst du da einfach ab und dann kriegst du mit, die Leute, die sitzen einfach da, schreiben das. Das ist völlig egal, was du danach sagst. Das erreicht sie sowieso nicht mehr. Das ist eben auch so ein Ding, der Flurschaden ist irgendwann angerichtet und die Korrekturen, die dann vielleicht noch kommen, die erreichen den originalen Adressaten meistens gar nicht mehr. Von daher auch, wir haben es jetzt, glaube ich, 3-mal gesagt, die Bitte vorher überlegen, was man schreibt, kurz nochmal in die andere Person hineinversetzen. Wie kann das ankommen, was da steht? Wie kann man das deuten? Ist es irgendwie kontrovers? Wenn ja, vielleicht einfach nochmal den Satzbau oder die Formulierung überdenken. Und selbst wenn es berechtigte Kritik ist, man kann die ja vernünftig formulieren. Gar kein Problem. Und das Schöne ist, man muss es nicht live erzählen und kann es nicht korrigieren, sondern man hat ein Eingabefenster, was beliebig lange darauf wartet, dass der Satz oder die Sätze zu Ende geschrieben werden. Und dann kann man ganz entspannt auf Absenden drücken und eine richtig coole Diskussion starten. Und das ist so halt die Wunschvorstellung. Mal gucken, ob es irgendwann klappt oder ob die Sache sich halt immer weiter verschlimmert. Ja, ich wollte eigentlich jetzt sagen, das war's vom MTB News Podcast Nummer 1 mit diesen schönen Worten.
Aber jetzt hat deine Aussage geendet mit, ob es sich wirklich immer verschlimmert. Und das ist sehr negativ. Deswegen müssen wir uns jetzt noch über irgendwas anderes unterhalten. Ja. Ja. Nämlich? Also ein paar Minuten haben wir eigentlich noch. Wir haben nämlich noch... Wir haben generell gar keinen Zeitdruck. Es sei denn, irgendjemand muss jetzt hier noch dringend weg. Wir sollten uns nicht an der angekündigten 1 Stunde irgendwie wie festhalten. Das ist nicht notwendig. Speicherplatz kostet heutzutage nichts. Ach so, bei Apple schon. Ah, na dann. Nee, aber lass uns nicht irgendwie jetzt auf diese Stunde so hart schauen. Wenn es 1,15 wird, ist egal. Wenn es 1,30 wird, ist egal. Also. Ja, also wir haben noch ein Thema. Und zwar schneiden wir mal wieder ein Forumsthema an und versuchen das auf uns so ein bisschen umzumünzen. Das heißt, kein Thema, wenig Regeln. Da wird traditionell relativ häufig Zeug geschrieben, was über das manchmal vielleicht nicht so direkt nachgedacht wird. Ist aber auch sehr viel Lustiges und gutes Zeug dabei. Und das behandelt wirklich, muss kein Mountainbike-Thema beinhalten oder behandeln, und sondern irgendwelche anderen Sachen. Und zwar, ich würde jetzt einfach mal mit meinem Thema starten. Ich würde mich gerne ganz kurz über aktuelle Serien oder Filme unterhalten, die ihr vielleicht guckt oder geguckt habt oder sehr gut fandet oder Leuten empfehlen oder Hörern empfehlen wollt. Und meine aktuelle Serie, die auch tatsächlich schon ein bisschen älter ist, aber die ich gerade mit Wonne gucke, ist The Blacklist. Erste Staffel jetzt ziemlich schnell durchgeguckt, fand ich sehr gut. Ist eine sehr schöne Serie und steigert sich von Folge zu Folge tatsächlich. Und das war so mein, ist so mein Highlight aktuell. Davor fand ich Patriot auf Amazon Video ziemlich gut. Ist eine tragikomische Serie über einen Geheimagenten, der etwas gerade biegen muss und eigentlich schon nicht mehr Geheimagent ist, und ist etwas spezieller, aber wie ich finde, sehr, sehr sehenswert. Und damit gebe ich weiter an Markus. Oh, da erwischst du mich jetzt natürlich auf dem falschen Fuß. Aber ich habe zufällig tatsächlich gerade auch eine Serie, die habe ich vorgestern zu Ende geguckt und habe sie vorgestern begonnen. Also ich habe 2 Tage gebraucht dafür. Die hat aber auch eben nur 8 Folgen, a 20 Minuten. Ist eine britische Serie. Ist ganz frisch von 2017 und heißt The End of the Fucking World. Das ist so ein... Ja, es ist eine Mischung aus Comedy, britischer Comedy, sehr dark, mit Tendenzen ins Drama. Wirklich absolut grandios. Ich habe bei IMDb gerade geschaut, sie ist auf Platz 2 in der Popularity. Wahrscheinlich hat sie da draußen sowieso schon jeder gesehen. Wer nicht, der sollte sich die unbedingt anschauen. Die läuft auf Netflix, sind insgesamt, ja, keine Ahnung, 3 Stunden oder so. Das kann man locker an einem Abend durchschauen. Und ja, schade, dass es nur eine Staffel davon gibt. Da hätte ich echt gern mehr von. So, und jetzt ist Moritz dran. Der schaut wahrscheinlich gar kein Fernsehen, oder? Doch. Ich überlege nur gerade, was ich zuletzt geschaut habe. Ich bin eigentlich nicht so der Serientyp. Du kannst ja auch von einem Film erzählen, den du geschaut hast. Ich bin nicht so der Filmtyp. Du guckst nur Sport, ja? Wir können uns switchen. Du kannst auch, oder Podcasts. Können wir auch mal andere Podcasts? Haben wir auch noch nicht. Ja, aber wenn ich jetzt hier erzähle, dass ich gerne Fußball-MML höre und sonst geil, keinen Fußball anderen MML. Podcast. Ja, weißt du, dann kommen die User an, hier Fußball, voll scheiße. Ja, aber die hört man ja nicht wegen Fußball, sondern wegen Mickey Beisenherz. Also ich höre sie auch wegen Fußball. Ja, ich auch ein bisschen wegen Fußball. Und ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Ja, musst du mal hören, sehr lustig. Mickey Beisenherz ist sehr lustig. Den kenne ich, aber mit Fußball habe ich halt echt genau nichts am Hut. Richtig so. Moritz mag auch überhaupt kein Fußball. Sag bloß nicht den Verein, den du gut findest, Moritz. Das gibt einen Shitstorm wahrscheinlich. Moritz ist bestimmt Schalke-Fan, oder? Ja. Nee, Moritz ist wahrscheinlich genau. Der einzige Schalke- und Dortmund-Fan, den es so gibt. Ja, Shortmund. Ich schlafe in blau-gelber Bettwäsche.
Nee, die letzte Serie, die ich gesehen habe, war die erste Staffel von Stranger Things. Fand ich super. Finde, glaube ich, jeder super. Wer es noch nicht gesehen hat, ist doof. Ja, ist gut. Auch die zweite. Hannes, hast du es gesehen? Hannes, hast du es gesehen? Ich bin nicht doof. Ich habe sie gesehen, ja. Markus, hast du es gesehen? Ich bin doof, weißt du doch. Ja. Aber ich muss gestehen, es steht bei mir auf der To-Do-List. Ich habe nur einfach eine Staffel Zeit gefunden. Ist auch genauso gut. Apropos To-Do-List, wie viele Vierecke bist du schon abgefahren? Ach, genau. Ich habe wirklich keine weitere Karre. Nee, das ist ja eine Lüge. Natürlich habe ich weitere Karren aufgedeckt. Allerdings nicht hier. Ich konnte das Quadrat nicht vergrößern. Ich war aber zum Jahreswechsel an der Ostsee gewesen, in Rostock, und habe da die Umgebung erkundet, östlich und westlich der Stadt, und da sind ein paar Kacheln dazugekommen. Aber warst du gewesen, was? Da war ich gewesen. Ich rede natürlich hier immer im Plusquamperfekt, ist ja wohl klar. Das wird sich wahrscheinlich noch ein paar Wochen hinziehen, bis ich mal wieder die Motivation finde, ein Stück weiter rauszufahren und das Quadrat zu vergrößern. Aber das Ziel steht, die 30x30 am Jahresende. Wir werden sehen, ob es klappt. Und wir drücken die Daumen. Danke. Hannes, was war dein Vorsatz? Boah, ja, weiterhin mein Knie vernünftig hinkriegen, das immer noch lädiert ist und auch nie wieder so ganz fit werden wird. Aber ich hoffe einfach, dass ich es gut aufgebaut bekomme. Habe da diverse Übungen und Sachen zur Hand, die das möglich machen sollen. Und ansonsten ist mein Vorsatz halt, ja, wie letztes Mal besprochen, ein Trail-Trophy-Rennen ohne Defekt beenden. Und sonst habe ich Baumpflanzen vielleicht noch. Das ist auch gut. Ja, dass unser Gehweg hier wieder begehbar ist vorm Haus, das wäre auch nicht schlecht. Das wird wahrscheinlich gegen Ostern wieder so sein oder so. Wenn die hier fertig sind, also bauen. Unkraut gewachsen ist. Genau. Ja, mehr Vorsätze habe ich eigentlich nicht. Moritz, bei dir? Ich wollte irgendwelche krassen Tricks lernen. Klappt auch schon richtig gut. Opposite wolltest du die lernen, ne? Ja, irgendwie sowas. Oder Spiegelverkehr oder auf dem Kopf. Ja. Ob es für den King of Crankworks reicht, weiß ich noch nicht, aber ich bin zuversichtlich. Und dann kommt die Rampage. Gut. Ja. Dann gelangen wir langsam zum Ende unserer ersten Folge des Podcasts, und da haben wir ein paar Bitten unter anderem. Und zwar unser Podcast-Experte Markus wird es euch jetzt erklären, was ihr zu tun habt. Genau, die Aufforderung. Wir haben eine Bitte an euch, und zwar geht es darum, den tollen Podcast, den wir ja machen, möglichst vielen Leuten schmackhaft zu machen und nahezuführen, eine gewisse Reichweite zu erzeugen, eine Auffindbarkeit zu erzeugen. Und das geht am besten heutzutage über das iTunes Podcast Directory. Das ist in der iTunes Desktop-Applikation, findet man das. Auf iOS findet man das in der Podcast-Applikation selbst. Was uns da super helfen würde, ist, wenn ihr ein Review schreibt, also eine Bewertung für unseren Podcast, wenn ihr uns da viele Sterne gebt. Ja, damit kommen wir weiter nach oben in den Rankings, und das würde uns unfassbar motivieren, hier auch in 3 oder 4 Wochen die nächste Episode aufzuzeichnen. Also geht dahin, nehmt euch den Computer, nehmt euch das Telefon, schreibt uns eine coole Bewertung, gebt uns 5 Sterne, und wir sind dann bald wieder für euch da und werden uns geile Themen überlegen und weiter für euch hier dummes Zeug quatschen. Und ganz zum Schluss haben wir noch mal ein bisschen Werbung, und zwar sollt ihr noch was bewerten, und zwar unsere User Awards. Die sind nämlich heute gestartet auf MTB News, die MTB News User Awards für das vergangene Jahr. Und da könnt ihr, wenn ihr eine 5-minütige Umfrage beendet und eure E-Mail-Adresse angebt, könnt ihr unfassbar geile Preise gewinnen. Unter anderem ein Jekyll 2 Carbon Komplettrad von Cannondale, ein Radon Jab, das brandneue Enduro-Bike von Radon, dann könnt ihr noch ein E13-Reifenset gewinnen, Sachen von Fabric, eine Pumpe und Multitools und Kappen von MTB News und Bremsbeläge von Trickstuff und ein Helm von POC gibt es noch zu gewinnen, und gibt wirklich wahnsinnig viele Gewinne. Wir haben insgesamt 12.000 Euro an Gewinnen da, also wirklich wahnsinnig viel Zeug, und
Wenn ihr Glück habt, könnt ihr einfach, indem ihr eure E-Mail-Adresse angebt nach dieser fertigen Umfrage, könnt ihr das Zeug, wenn ihr ein bisschen Glück habt, gewinnen. Da fällt mir ein, das machen wir bei den Podcast-Bewertungen auch. Das fällt mir gerade ein. Wenn ihr in der Bewertung. Da gibt es auch was zu gewinnen. Genau, wenn ihr in den Bewertungen bei iTunes euren Usernamen irgendwie noch in Klammern schreibt zum Ende, dann verlosen wir unter allen guten Bewertungen, die wir da bekommen haben, zum nächsten Mal ein MTB-News-T-Shirt in eurer Wunschgröße. Das ist auch eine tolle Sache. Hannes, erklär noch kurz, um was in maximal 140 Zeichen, um was geht's bei den MTB-News User Awards? Die MTB-News User Awards haben verschiedene Kategorien, Lieblingsbike, so, das beziehungsweise waren 140 Zeichen jetzt. Ja, das war es eigentlich schon. Im Grunde geht es darum, dass wir in verschiedenen Kategorien die besten Produkte und Bikes auszeichnen wollen. Das beste Enduro-Bike, das beste Downhill-Bike, Cross-Country-Bike, Federgabel, Bekleidung, Schuhe und so weiter und so fort. Da wollen wir genau wissen, was ihr am liebsten oder was eure Lieblingsteile dabei sind. Und da gibt es eine große Wahl. Und wie im vergangenen Jahr auch schon, und das könnt ihr in der Umfrage einfach machen, dauert 5 Minuten. Wie gesagt, große Chancen oder Chancen auf große Gewinne, andersrum. Macht einfach mal mit, findet ihr auf der Startseite und demnächst im Newsletter. Das Interessanteste bei diesen Awards fand ich ja letztes Jahr die Auswertung. Das hat mich dann doch erstaunt, so in einigen Kategorien. Hätte ich so nicht erwartet, wie sich da die Plätze verteilt haben. Da bin ich also auf die Ergebnisse dieses Jahres auch extrem gespannt. Ja, gerade so Mountainbike des Jahres oder größte Innovation des Jahres, das ist ja echt, also gerade als wir jetzt die Liste zusammengestellt haben für 2017, ist uns allen eigentlich klar geworden, wie unglaublich viele Sachen letztes Jahr rausgekommen sind, was für coole Sachen dabei waren und es ist echt interessant, einfach um auch einen Überblick zu bekommen, an der Abstimmung teilzunehmen. Und ich bin sehr gespannt, welche Produkte und Firmen sich da durchsetzen werden. Deswegen abstimmen. Ich glaube, bis wann ist Zeit? Bis zum 30. Ja, zum 30. So 2 Wochen. 30. Genau. Ja. Ja, deshalb genau. Abstimmen. Jetzt. Sofort. Sofort. Und in dem Sinne, da wären wir eigentlich ziemlich durch, Leute, oder? Habt ihr euer Bier ausgetrunken? Sind wir durch? Bier. Ja. Ja. Bier und Kaffee. Schon seit ungefähr einer Stunde. Ja, ich bin auch schon sehr lange fertig mit dem Bier. So wie letztes Mal. Ja. Aber alles klar. Wie war es? Wie hat euer Bier geschmeckt? Lecker wie immer. Lecker. War okay. Ein schönes, kühles, blondes. Etwas hart im Ansatz, aber geht tief in den Rachen. Genau. Ich bin sehr zufrieden mit dem Störtebeker Atlantic Ale. Das hätte ich so nicht erwartet. Hat mir gut gefallen. Ja, mir persönlich hat mein belgisches Triple Ale, 9% haben immer so ein bisschen wenig Geschmack. Das schmeckt lasch. Das erzähl mal einem Weintrinker. Ja. Ich glaube, fürs nächste Mal werde ich mir so ein klassisches Faxe kaufen. In der Literdose. Oh ja, sehr gut. Ja. Dann hast du aber gibt's auch das als Äquivalent von 9%. Ja, gibt's auch als extra strong. Also hast du dann 9% auf einem Liter. Da freue ich mich jetzt schon drauf, auf die Episode. Ja. So. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Haben einen schönen ersten Podcast gehabt und wir würden uns natürlich herzlich freuen, wenn ihr, wie gesagt, bei der Umfrage mitmacht, uns bei iTunes bewertet. Und auch kommentiert im Forum. Und kommentiert, uns Fragen stellt, wie gesagt, Feedback und auch generelle Fragen, die behandeln wir sehr, sehr gerne im nächsten Podcast. Nur positives Feedback. Nur positives, das Negative blenden wir natürlich komplett aus. Ja. Und wenn ihr Vorschläge habt für Themen, die wir mal behandeln sollten, vielleicht wieder irgendwelche Sachen, wo wir aus dem Nähkästchen plaudern können, schreibt sie auch einfach in die Kommentare zu dieser Episode und wir lesen das und werden darauf reagieren. Genau. In diesem Sinne würden wir sagen, bis in 2 Wochen oder 4 Wochen, weil wir die nächste Folge machen. Schauen wir mal, wann Moritz Zeit hat. Nächstes Jahr. Genau, nächstes Jahr. Gut, also, ja. Dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.